Ganz ruhig, Herr Ehrendoktor, ganz ruhig. Ihr rechter Arm wird schwer, ganz schwer. Also, ich sage Ihnen das jetzt schon den halben Tag. Ich bin nur Ihr Therapeut, Ihr Hypnotiseur. Den Teufel mit der Hitlerstimme austreiben, das müssen Sie schon selbst. Wir versuchen es noch einmal. Sie Ich bin ein heißen Ehrendoktor. richtiger Doktor. Ganz ruhig, ein Ehrendoktor ist fast ein ganz richtiger Doktor. Und Sie sind ein besonders schöner Ehrendoktor. Und wie heißen Sie? Ich heiße Dr. Seltsam oder Dr. Peter Sellers. Und mein bestverkauftes Buch ist Mein Krampf oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. So viele Stunden Therapie und Sie sind innerlich immer noch so gespalten. Nichts ist mehr gespalten. Ich habe Deutschland vereinigt. Deutsche Bank, deutsche Frauen und deutsche Ostgebiete. Ich bin ein Volk. Sie sind ein Fahrer. Ich bin ein Führer. Aus mir spricht die Stimme des Führers. Dieser Spleen, er tut sich noch weh. Ob ich es mal mit diesem Hokuspokus versuche? Weiche von ihm, böser Geist, weiche. Alles hat ein Haken, nur das Kreuz hat vier, ganz so wie früher. Er spricht aus mir. Wo hat er denn das mit dem Hakenkreuz wieder aufgeschnappt? Sie sind doch ein Mann des Widerstands. Was, ich stand schon immer an der Seite der Macht. Die Stasi hatte mir einen VW-Bus verschafft, ließ meine Söhne in Hamburg studieren und schaute über meine spezielle Leidenschaft für die kleinen Jungs in meiner Rostocker Gemeinde hinweg. Gejagt, gehetzt von meinen wilden Trieben, hab zartig mich an ihrem Fleisch gerieben und alles war geheim geblieben. Psst, Herr Ehrendoktor! Ist die Wahrheit so? Stand es doch in meiner Akte, die ich am Eröffnungstag meiner eigenen Behörde geschreddert habe. Immer wenn ich mir in meiner Rostocker Pfarrgemeinde einen kleinen Jungen auf meinen Schoß gesetzt hatte, hatte ich zu ihm gesagt: In dir steckt ein gewaltiger Führer. Aber der Führer ist doch tot. Das geschieht ihm recht. Er hat den Krieg verloren und die Bolschewisten ins Land geholt. Aber ich werde die Russen wieder hinter den Ural treiben! Ruhig, Alter. Sie sind nicht der Führer. Ja, ich bin ein Pfarrer. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ein Mann der Nächstenliebe. Aber ein Pfarrer, der führt, der die glückssüchtigen Deutschen wieder hart an die Kandare nimmt und der vor 70 Jahren 1945 gesehen hat, wie weiße, reine deutsche Frauen von Rotarmisten vergewaltigt wurden. Haben Sie das wirklich gesehen? Ja, ich sehe alles noch vor mir, die letzten Kriegstage. Es war furchtbar. Ja, da in einer Datscha eine zarte blonde Frau Wer? in rosa Unterwäsche und in einem weißen Schleier. Die Holztür wird eingetreten mit Reiterstiefeln.
von einem gehörnten roten Riesen in einem schwarzen Mantel. Erzählen Sie, lassen Sie es raus. Er öffnet den Mantel. Er ist nackt darunter. Sein Glied sieht aus wie ein Dreizack. Und die kleine blonde Frau ist meine Schwester. Ein Engel. Das ist Röschen von der Leyen. Nein, es ist Julia Timoschenko. Und ihre kleinen, kalten, bleichen Händchen verschwinden in der schwieligen Pranke des Riesen. Er zerfetzt ihren weißen Schleier. Und jetzt erkenne ich ihn. Es ist Walter Ulbricht. Meine Hand krallt sich um einen immer härter werdenden Schaft. Aber Herr Ehrendoktor, beruhigen Sie sich. Damals waren Sie erst ganze 5 Jahre alt. Ja, aber ich sehe das alles immer noch vor mir. Die ganzen Vergewaltigungen spüre ich ganz tief in mir. Daher rührt auch der erregierte Arm, der Hitlergruß. Nein, es ist der steife Schaft eines Gewehres, mit dem ich den Rotarmisten erschossen hatte. Das alles bewegt Sie noch heute in Ihrem Unterbewusstsein. Ja, noch 1991 als reifer Mann von 51 Jahren habe ich in meinen Memoiren wörtlich geschrieben, als damals 16-Jähriger hätte ich am liebsten eine Waffe in die Hand genommen, um gegen die russischen Verbrecher zu kämpfen. Und so denke ich heute noch. Ich sehe Gas. Aber Sie waren doch gegen die Vergasung. Ja, natürlich. Auschwitz war ein gigantischer Fehler meines Amtsvorgängers. Wenn ich heute Gas sage, dann denke ich nach vorne an russisches Erdgas, ukrainisches Schiefergas und freies Fracking. Dafür steht mein Freund, der ukrainische Ministerpräsident Jatsenjuk. Aber Jatsenjuk ist mit den Nazis im Bunde und boykottiert das Minsker Abkommen mit subversivem Terror. Nein, das stimmt doch gar nicht. Jatsenjuk hat mir fest versprochen, bei den Pro-Russen nur noch auf die Beine schießen zu lassen. Aber zum Glück gibt es ja noch Nasenbeine, Schienbeine, Brustbeine, Kreuzbeine. Aber Herr Ehrendoktor.